Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal ein anderes Spiel. Das nennt sich Space Gladiators Escaping Tartarus. Okay, das ist ein nicer Name. Auf jeden Fall, ich habe es schon mal ein bisschen gespielt. Und wir werden noch die anderen Teile, also von den Entwicklern, werden wir noch andere Spiele von denen spielen. Einmal gibt es dann Rotato und Lost Potato. Rotato und Lost Potato habe ich schon öfters gespielt. Also spielt für hin und wieder. XX Gucci XX wird wahrscheinlich nur bei den Fortnite-Videos dabei sein, weil, naja. Das Spiel kann man halt nur alleine. Wie auch immer, wir fangen da mal an. Wir nehmen mal Gladiator, weil Robi habe ich einmal probiert. Ne. Bei Robi bin ich raus. Fleischrüstung, 15% Chance, um Schaden zu blockieren, wenn ich das richtig übersetzt habe. Macht 32 Schaden. Das kann ich nicht lesen. By the way, sorry, wenn ihr mich Kaugummi kauen hört. Das Fortnite-Video, was ich heute hochladen wollte, das lade ich wahrscheinlich erst demnächst hoch, weil ich möchte noch ein Schneideprogramm runterladen und ich überlege mir, ob ich das für 50 Euro holen soll. Wenn ihr ein Schneideprogramm kennt, das kostenlos ist, dann sagt mir mal gern Bescheid, dann könnte ich mal gucken, ob ich damit arbeiten kann. Auf jeden Fall, jetzt spielen wir mal ja, ein paar Runden halt von Space Gladiators. Also. Leute, jetzt mal eine Frage. Sollen wir nach oben zum Shop mit den 51 Münzen? Ah ja, stimmt. Unten links seht ihr meine Items. Oben rechts kann man meine Kraft sehen und meine Leben. Also drei, das sind so für die Axt zum Beispiel unten links. Um die zu benutzen. Münzen kann man halt auch nebenbei sehen. Und oben rechts sind so die Karten, was als nächstes kommt. Und wow, ich sehe, dass da steht, welches Symbol was heißt. Okay. Also das Alien ist anscheinend Shop, also das hellgrüne und das dunkelgrüne ist halt Monster. Und Falle gibt's auch. Wir sind gerade bei Monster. Ich denke, oben links wäre besser, weil dann kommen wir zum Shop, zum Monster, können Geld holen, müssen bei Fallen ausweichen und können vielleicht noch ein Item bekommen. Ah, schade. Koralle kostet zu viel. Soweit ich weiß, kann man hier auch so ein paar Secrets finden. Na, Kelly ruft an. Gott, was sind das für Kreaturen? Einfach Kreaturen aus der Höhle. Okay, verzauberte Frösche für bessere Heilung. Heilung für jeden vierten Schlag, den ich treffe. Heilung für jeden vierten Schlag, den ich treffe, natürlich. Ich kann euch gleich zeigen, für was die blauen Punkte sind, damit ihr so ganz genau sehen könnt. Hier bei denen. Genau dafür waren die blauen Punkte. Und die Axt, die ich habe, die braucht, wie es aussah,
zwei von den blauen Punkten. Mehr Stärke, aber Angriffsgeschwindigkeit runter. Mehr Schild, aber langsamer laufen. Wirft Geld mit 21 Schaden. Ah, nee, ich glaube, da ist mir sogar... Armor geht weg. Große Hand nehmen wir. Ah, wir können beides nehmen. Nice. Oh, Bärenring. Nice. Die Würmer und Schmetterlinge, die hier auf dem Boden liegen, die sind so, um die blauen Punkte zu bekommen. Also so nebenbei zu bekommen. Wir gehen... ...nach unten, zu der schwierigen Etage. Dann gehen wir zu den Fallen, dann auf einmal zum Ritter mit Ausrüstung. Und gehen wir zum grünen zum Schädel. Gut, wir nehmen einmal Achso, okay, die greifen nicht mehr an. Dann können wir jetzt nach unten gehen. Mit Glück finden wir hier irgendwas. Heilung oder sowas. Nee. The Abomination. Du bist ekelhaft. Digga. Nein! Ah! Damn it! Ja, 7 Minuten. Ja, okay, komm, eine letzte. Wir nehmen mal ein Potato. Wir machen jetzt einfach mal einen schnellen Durchlauf. Ah,
Ah, stimmt, jeder Charakter hat ja seine Eigenschaft. Also, einer läuft schneller, einer langsamer, der andere schaltet Schaden frei und der andere mehr Heilung. Also, nicht alle sind gleich aufgebaut. Boah, ne, Digga. Was habe ich mich hier eingelassen? Was ist das? Okay, ich wusste nicht, dass Potato das da kann. Buddy, wer bist du, Alter? Attack Speed. HP, Dorne. Nee. Eigentlich mag ich nichts von den ganzen. Nee. Mir gefällt nichts davon. Wir gehen mal hier hin. Ah, ein Spawner. So, kaputt. Oh ne. Okay, war hier noch Heilung? Ne. Oh ne, Alter. Die Dummies hier, die haben mich gerade am meisten genervt. Shop oder zum Angel? Ich glaube eher. Ich glaube eher vielleicht zum Shop. Vielleicht finden wir irgendwas Gutes. Also können wir irgendwas Gutes holen. Ja, das nehmen wir und das da. Dammit. Safe ist es hier oben irgendwo. Hä? Ja, okay, dann auf der anderen Seite. Hä? Damit, warum hab ich geworfen? Ja, geil.
Egal, ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da, Daumen hoch. Und. Ja. Glocke aktivieren, nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt, dann. Und ich würde mal sagen, ja, haut rein. Ciao, Leute.